Hallo ihr Lieben, das sind die Zutaten für unsere Reibeplätzchen. Schnell und einfach. So, alle Zutaten sind verrieben, in grob, ganz grob verrieben. Zwei Eier, dann habe ich das bereits schon ein bisschen angewürzt mit Paprika edelsüß, Bio und bisschen Pfeffer und Salz. Das Ganze wird noch mit Dinkelmehl. Man kann natürlich jeden Mehl nehmen, den man möchte. Immer ein bisschen, dann ein bisschen zusammen verrühren. Schauen, wie die Konsistenz ist. Und dann ist es eigentlich auch schon, kann man das sofort anbraten. So, es wird jetzt ordentlich verrührt, nach beliebig nochmal. Mit Mehl verrührt oder noch was dazugegeben, je nach Konsistenz. Jetzt kommen wir ganz kurz zum noch einen kleinen Dip dazu. Wir haben hier Natur, also Joghurt Natur verwendet. Das ist ein Teegut und bisschen Olivenöl. Kommt noch ein bisschen Salz. Ein wenig Pfeffer sozusagen und das Ganze wird vermengt. Uns reicht eigentlich eine aus, also ein Joghurt. Und dann kann man den Teller schon anrichten. Wer möchte, kann Kräutern hinzufügen. Wir mögen es heute pur.